Laser aufschmelze, zusammenbringe, und das ist ein Schweißprozess. Und dann wird das Ganze immer wiederholt, bis ich letzten Endes ein ganzes Bauteil habe und es aus dem 3D-Drucker bekomme. Wie sieht so ein Prozess aus? Es ist nicht so, dass ich mir das einfach ausdenke und es auf die Anlage schmeiße, sondern davor hängt immer eine konstruierte Datei. In der Regel spricht man dann vom STL, von einer STL-Datei. Ich muss die Daten aufbereiten, dass ich sie auf den Drucker bringen kann. Da geht es dann darum, in welche Orientierung baue ich das Ganze auf. Es kommt darauf an, welches Verfahren schmeiße ich es, weil es gibt die Verfahren, da brauche ich eine gewisse Stützstruktur. Die muss ich vorher definieren. Das heißt also, der ganze vorgelagerte Prozess erfordert auch schon einiges an Know-how, bis ich letzten Endes das Ganze mal hier unten im Punkt 3 auf die Anlage bringen kann. Also ich habe das Konstruierte, ich mache eine Datensichtung, ich bereite das auf, dass ich, wie viel Stück ich auf eine Plattform bringen kann, gebe das auf die Anlage und danach bekomme ich, man sieht hier unten, eine Bauplattform mit den einzelnen Bauteilen drauf. Ich kann also das Ganze nicht immer aus dem 3D-Drucker einfach nehmen und das Bauteil, das Produkt ist fertig, sondern ich muss es auch immer noch nachbearbeiten. Das ist immer so, wird in allen Werbemaßnahmen immer leider oft vergessen, dass ich die Teile nicht einfach rausnehme und einfach genauso nutzen kann, sondern es ist immer noch ein Reinigungsprozess, ein Abtrennprozess nötig, bis ich letzten Endes mein konstruiertes Produkt und Teil in der Hand halten kann. Was ist das Besondere am 3D-Druck? Wenn man sich die herkömmlichen und bisherigen alten Verfahren mal anschaut, haben wir hier mal eine Topologieoptimierung von dem Bauteil gemacht. Das Ganze beginnt hier ganz oben. So wurde das Bauteil bisher einfach hergestellt, ein ganz großer Block. Das wurde mit einer Dreh- und Fräsanlage einfach nachbearbeitet, dass es der Anwendung entspricht. Das heißt, ich brauche viel Material, es ist sehr massiv, es funktioniert. Aber wenn ich jetzt das Ganze umdenke für den 3D-Druck, dann kann ich einige Optimierungen, Umstrukturierungen eben von dem Ganzen auch machen. Das heißt, ich kann mir das anschauen, mache eine Bauteilanalyse und schaue mir einfach mal an, was für Strukturen, was für Elemente von diesem Ganzen brauche ich überhaupt. Und zwar geht es über eine Computersimulation, wo ich zu einer idealen Form des Ganzen kommen kann. Und dann sieht man das Ganze hier gegenübergestellt. Ich habe hier den Block, wie wir das ursprünglich gemacht haben, und die ideale Form ist einfach nur ein Gerippe. Das Ganze muss ich natürlich noch an den einen oder anderen Stelle optimieren und auch nochmal aufs Design anpassen. Und letzten Endes komme ich für den 3D-Druck darstellbar, produzierbar und herstellbar in keinem anderen Verfahren zu einem Bauteil hier auf der linken Seite. Das heißt, ich komme von diesem gesamten Block, komme ich auf diese wesentlichen Elemente, kann mir Material sparen, bin besser auf die ganze Position oder auf die Funktionalität ausgerichtet und kann auch innenliegende Hohlräume zum Beispiel schaffen, um Kühlstrukturen hinzubekommen. Hat für die Luftfahrt den Vorteil, ich kann in der Luftfahrt einfach unglaublich viel Gewicht sparen. Hat in der Medizin und in der Medizintechnik vor allem den Vorteil, ich kann ganz individuell für jeden Patienten Anwendungen durchführen, also auch Implantate und so weiter designen, die exakt auf den Körper passen. Und das ist in allen anderen Verfahren unglaublich schwierig bis zum Teil einfach unmöglich darstellbar. Genau, hier sieht man nochmal so ein aus dem Pulver gefahrenes Bauteil mit dem Bauteil selbst, diese feste Struktur hier oben und dieser Stützstruktur, die ich anbringen muss, damit sich das Ganze nicht verzieht, damit ich das überhaupt aufbauen kann. Und das muss ich im Nachgang natürlich auch wieder entfernen. Also das ist einfach nur mal noch eine beispielhafte Darstellung. Genau, Anwendung in der Medizintechnik gibt es den Klassiker. Und der Klassiker sind medizinische Modelle. Es reicht von einem Dentalmodell zu Standardübungsmodellen, also wirklich Modellen, die ich nicht nur mir schön anschauen kann, die ich mir in eine Praxis reinstelle, sondern eben auch mit denen ich wirklich
Operationen üben kann, indem ich mir auch eine Operation, es gibt ganz viel im kardiovaskulären Bereich mit Tumoren oder schwierigen Operationen, dass sich die Ärzte mittlerweile gerade in den USA sich die ganze aus den DICOM-Daten, aus den CT-MRT-Daten, das Modell einmal als 3D-Modell generieren lassen, das Ganze sich ausdrucken, um dann schon mal vor der eigentlichen Operation das Ganze zu üben, verschiedene Operationsmöglichkeiten durchzuspielen, um mit einem gewissen Erfahrungsschatz, einem gewissen Know-how schon an die Operation einfach ranzutreten. Das sind so die klassischen Fälle. Es werden auch viel an der Universität schon solche Übungsmodelle zum Vernähen zum Beispiel, Testmodelle genutzt. Also es sind nicht nur rein Anschauungsobjekte. Dann sind wir bei den Hörgeräten und Hörgeräte, das war so der Startschuss für den industriellen 3D-Druck. Und zwar werden mittlerweile über 95% aller Hörgeräte 3D gedruckt. Das heißt, es gibt den Ohrenabdruck mit einer Wachsform, die wird abgescannt und daraus wird dann das Hörgerät oder die Hülle des Hörgerätes hergestellt, in der dann die Elektronik eingesetzt wird. Das heißt, ich habe dadurch einfach eine ideale Passform für jeden Gehörgang und spare mir unglaublich viel Zeit und Aufwand, das Ganze zu modellieren. Schön sieht man hier eben auch, ich habe ganz viele von diesen Hörgeräten auf einer Plattform, die an diese Plattform angebunden sind, damit sie sich nicht verziehen, damit ich sie auch genauso aufbauen kann mit diesen Stützstrukturen. Und das Ganze ist dann vom Hörgerät wesentlich weiter gewandert noch bis hin zum patientenspezifischen Hüftimplantat aus Titan. Das ist jetzt eins von Materialize. Da sieht man zum einen ist auch jetzt hier das Knochenbeispiel aus dem 3D-Druck aus einem SLS-Kunststoff. Und ich habe jetzt hier dieses Hüftimplantat aus Titan drin liegen, was exakt auf die Anatomie des Patienten designt wurde. Das heißt, hier wurde der Tumor oder was auch immer rausgeschnitten. Und ich kann sagen, wo finde ich die besten Positionen, um dieses Implantat überhaupt zu befestigen. Ich habe aber auch hier im hinteren Bereich eine Gitterstruktur, die das Knochenwachstum oder Knocheneinwachstum wesentlich verbessern soll. Und zum einen kann ich weder diese Gitterstruktur anders fertigen, noch kriege ich diese Anatomie zu dem Kostensatz hin, wie ich es in einem herkömmlichen Art und Weise einfach herstellen kann. Und wenn man jetzt die Gitterstruktur einfach das patientenspezifisch mal wegnimmt und sagt, okay, ich gehe mal mehr oder minder in eine Standardanwendung, auch als im Metallbereich, sind wir dann beim Spine Cage, auch aus Titan, der jetzt hier auch noch auf der Plattform ist, wo man eigentlich gesehen hat, dass diese Gitterstrukturen teilweise sogar noch gefüllt mit Knochenpulver, um dieses ganze Knochenwachstum da anzuregen, einfach ideal ist. Und das sind Anwendungen, die immer mehr und immer mehr kommen, immer weiterentwickelt werden und hier eigentlich schon zum Stammrepertoire in der Humanmedizin gehören. Und als abschließende Anwendung gibt es Bohr- und Schneidschablonen, die mir eben dann auch bei der Operation helfen sollen, wo muss ich bohren, wo muss ich schneiden, damit ich auch das Implantat oder die Platte, die ich danach aufsetzen möchte, ideal vielleicht schon formen kann, dass ich die Löcher auch präzise gesetzt habe. Das sind alles so Hilfsmittel in der Humanmedizin, die da schon komplett genutzt werden. Also gerade auch in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, wie kann ich zum Beispiel einen Unterkiefer nachkonstruieren nach einem Unfall oder nach einer Tumorentfernung, dass ich das dann da einfach nachbearbeiten kann. Genau, das war jetzt mal so ein kleiner Überblick, aus was gibt es an Anwendungen, was gibt es an Möglichkeiten. Da hatte die Firma Revolution D ja auch schon die Zystenschraube für Pferde rausgebracht. Ich glaube, die Cages sind auch in der Veterinärmedizin schon in der Anwendung. Von daher gerne, wenn es noch Fragen gibt im Nachgang. Und ja,
wenn sie verrückte Ideen haben, wenn sie irgendwas umsetzen möchten, wenden sie sich gerne an uns von der Firma Robert Hofmann GmbH. Da sind wir bereit, neue Ideen aufzusetzen, bei der Entwicklung zu helfen und einen Einblick in 3D-Druck zu geben. Genau. Dankeschön.